Es geht jetzt nicht nur um hart zu trainieren, sondern es geht auch viel um den Kopfsache. He has for his sparring similar fighters, and he knows since 20 years Bernard Hopkins, so he knows everything of him, his strategy, his fight moving and everything. And he also said it's not to, he has don't to be a puncher, he has to be focused on it and mentally strong. I have a similar question. Historically, Bernard Hopkins has had problems with active fighters with good lateral movement, like boxer-puncher type fighters, stylistically, and he's made punchers, straight-ahead punchers, frustrated and look really bad. Does he think stylistically he has a favorable style to contend with Hopkins? Glaubst du, dass dein Boxstil besser ist als der von Bernard Hopkins? Du weißt ja, es gibt Puncher und so eine strategischen Boxer wie Bernard Hopkins. Ich bin ein Boxer, ein variabler Boxer. Ich kann alles in Boxen. Wenn es sein muss, kann ich hart schlagen. Wenn es sein muss, kann ich boxen. Wenn es sein muss, kann ich fighten. Ich bin auf alles bereit. Und jeder Boxer geht seinen Weg. Jeder Boxer hat seinen eigenen Stil. Ich kann jetzt nicht sagen, Hopkins ist besser als meine oder meine ist besser als seine. Jeder hat seinen Stil und jeder hat seinen Weg und geht seinen Erfolg. He said, Arion Boxers has his own style and he's, he has a big, was heißt denn Vielfalt? Variety? Was heißt a big repertoire of styles. He can adapt his style to every situation that can occur in the ring. That was my next question. We're all asking you, obviously, because of Hopkins' resume, is he ready to contend with Hopkins? Because he's the known fighter here. But I don't want to disrespect you. What does Bernard Hopkins have to worry about that you bring to the table? Will ich jetzt nicht beleidigen, aber was hast du eigentlich Bernard Hopkins entgegenzusetzen? Warum sollte er dich jetzt fürchten? Fürchten? Seine Schlagangst, seine Füße. Ich habe nur Angst vor seiner Maske. Nein, das ist nicht die Frage. Warum sollte er dich fürchten? Was heißt das fürchten? Angst haben von dir. Warum? Er muss von mir keine Angst haben. Das ist ein Spiel. Wir müssen gucken, wer der bessere Spieler ist. Wir sind damit aufgewachsen. Das ist unser Leben. Wir sind von Straße zum Sport, zum Boxen gekommen. Das ist unser Spiel. Wir müssen spielen. You know, das ist unsere Show. You know, Boxing is a show and the big play. And every boxer is a player. And on Saturday we always see who is the best player. And so no one have to be afraid about the other. So. Is either Nathan Cleverley or Gabriel Campillo comparable in terms of the task to Hopkins? Because you lost to Cleverley and you split, you had a draw and you beat Campillo. So are they comparable to Bernard Hopkins in terms of their talent? Du weißt, dass du Cleverley verloren hattest damals. Und meinst du, dass sie ähnlicher vergleichbar zu Bernard Hopkins sind? Ich habe der Kampf, also Cleverley hat mir in mein Herzen keine Niederlage für mich zugefügt. Warum? Weil es gibt Gründe. Ich würde in England eine Stunde vor meinem Kampf Dopingkontrolle gemacht. Eine Stunde vor meinem Kampf, ich habe sowas noch nicht erlebt. Danach war ich im Ring total blass. Dieser Kampf kann ich vergleichen damals wie Klitschko gegen Brewster. Ne? Und deswegen hat Cleverley, er hat in meinem Kampfrekord mich besiegt, aber in meinem Herzen nicht. In his heart, he doesn't last against Cleverley. You know, 1 hour before the fight started, he has a doping control. He has a doping control. Eine Stunde vor dem Kampf. 1 hour before the fight begins, and so he wasn't even. Doesn't mean he had a blood test.
war es ein Bluttest oder ein Doping? Urin. Yeah, okay, oh. not blood. Oh, urine test. Urine test, yeah. Oh, that's pretty common. Yeah. Mm-hmm. And so he wasn't focused on this camp, on this fight, and so he lost. But it will be different here on Saturday, you know? He wouldn't have so a fight like in Birmingham. He was distracted by the urine test? Nach dem Kampf, sagt nach dem Kampf hat mich keiner kontrolliert. Mm-hmm. After the fight there were no doping. Yeah. Mm-hmm. Ja, das war alles komisch. It was all confusing there in Birmingham. Das war wirklich gut. Ich hatte kein Power in dem Kampf. Mm-hmm. And so he didn't have power during this fight because of the doping before the fight. What's the biggest crowd that he's fought in front of? Most people. Mm-hmm. Was war die größte, das größte Publikum, von dem du hier gekämpft hast? Das war das größte Publikum, das war in Neubrandenburg, war? Also vor 6.000 Zuschauern, ja. 6.000 people. Vor 6.000 people in Oldenburg, it's in South Germany. Geworden bin. Nein, in Neubrandenburg. Ja. Neubrandenburg. Ja. Ich bin Europameister geworden. And as he's won the European champion, as he became the European champion, there were also a big. Oh, okay. Murat, you talked about Bernard's clinching more and getting off one and two punches when he clinches, and saying that's a sign of being old. But how do you stop him from doing that if he incorporates that into his strategy, which worked against DeVore's Cloud and others? How do you stop him from doing that? Hast du mal gesagt, Hopkins, der hält fest und schlägt dann zu. Das wäre ein Zeichen für einen alten Mann. Und wie willst du ihn stoppen, das zu tun? Ich muss ganz einfach nicht zulassen, dass er mich klammert. He won't get clinched, you know? He will hold him on distance. Just keep the distance. But see what I'm saying? If you're preoccupied with that, how do you execute your own strategy? If you're preoccupied with him clinching, how do you execute your own strategy? That's how he gets in guys' heads. Wenn du ihm sagst, dass er die ganze Zeit festhält und so, wie verteidigst du dann deine Strategie? Wie wirst du sie dann ausführen? Ich habe doch gesagt, einfach weg sein. Just keep the distance. Wenn er mich halten will, dann lauf ich weg. If he wants to clinch, then run. He talked about the pre-fight doping, I'm assuming a urine test, being able to shake his concentration or break his concentration. Yeah, yeah. With Bernard Hopkins being a master manipulator of the mind in the ring, yeah. Are we to assume that if a urine test is enough to get him off his game, he's going to be able to deal with the many mind games Bernard is going to be playing with him during the fight? Mm-hmm. Du hast ja gesagt, also diese Dopingkontrolle, die hat dir ja geschadet, nicht wahr? Und Bernard Hopkins ist dafür bekannt, dass er viele manipulative Spielchen spielt. Also er versucht, dich nervös zu machen und dass du nicht mehr aus deinem Kopf rausgehst. Wie willst du dich davor schützen? Wie willst du dem entgegensetzen? Bis jetzt hat er nichts gemacht. Wann will er das machen? We don't know when he will do it, because Bernard didn't start with it. And so he thinks everything will be okay. Im Ring? Im During ring? The ring, they Im can't ring speak. Ich weglaufen. And he will run. During the few days where the visa situation was unsettled, did he ever think that this fight could have slipped away? What was the question? Could you please? During the few days where his visa situation was unsettled, did he ever think that this fight would not happen? Letztes Jahr bist du ja nicht reingekommen wegen des Visums. Wie hast du es gemacht, dass das alles geklappt hat?
das haben unsere Anwälte gemacht und wir haben Protest eingelegt. Da ja alles okay ist, das waren nur ein paar Unterlagefehler, weiß ich was. Die Anwälte haben das geregelt. He's very thankfully for the lawyers who handle it, because everything is okay with him, and so he gets his visa. In the couple days that, you know, first it was denied, you know, in the few days that it was denied, did he ever think that the fight would slip away though because of that? Ob du jemals dachtest, dass der Kampf nicht stattfinden wird? Hast du daran gezweifelt? Ich wusste, dass ich gegen Hopkins boxe und wenn auch nicht, ich weiß, dass ich dieses Potenzial habe, einer gegen den Besten auf dieser Planete zu kämpfen. Und deswegen habe ich mir keine Sorgen. He has a positive attitude because everything is okay and he knows the fight has to start now. I saw where you started fighting when you were like 13. What brought you to the sport? Did your dad take you to the gym one day or were you... I mean, what was it about boxing that drew you to it? Did you play other sports when you were younger, before you... Du hast mit 13 angefangen zu boxen. Und wie bist du dorthin gekommen? Hat dein Vater dich zur Halle gebracht, oder... Er war der Grund. His brother was the reason. Ich hatte nichts zu tun gehabt. Ich habe jeden Tag auf die Straße geschlägert. Er hat eines Tages von meiner Hand gepackt und gesagt, komm in den Gym, du hast viel Power. Du musst dich auf die Sandsäcke nicht ausbauen. Und der war ein Grund. Okay. Und der andere auch. During his childhood he had many fights on the street. And then his older brother Johannes took his arm and said, okay, now you go to the boxing gym and then you can power. And also his friend Christopher was a reason for that. Was the brother a fighter also? Kämpfst du auch? Hat 200 Amateurkämpfe, aber kein Profi. Was heißt Amateur? He has 200 Amateur. I'm sorry, Amateur? 200 Amateur. 200 fights as an Amateur. 200 Amateur. Can you tell us a bit more about your family history? You were born in Iraq, then going to... Spreche mit ihm Deutsch. Ja, spreche mit ihm. For the other one. Yeah, I don't know. Kannst du uns ein bisschen was erzählen über deine Familie? Du bist in Irak geboren. Ich bin in Armenien geboren, von Armenien. He was born in Armenien? Yeah. Armenien über Irak nach Deutschland gewandert. And he came from Armenien over Iraq to Germany. How old? Wie alt warst du da? Wie alt? 12 years. 12? 12 years, yeah. Oh, okay.